Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Knapp zwei Wochen nach den Terroranschlägen von Madrid hat Spanien heute Abschied von den Opfern genommen. Bei einem Staatsakt in der Almudena-Kathedrale gedachten Angehörige zusammen mit der Spitze des spanischen Staates und Politikern aus aller Welt der 190 Toten. Vermutlich islamistische Terroristen hatten am 11. März Sprengsätze in vier Zügen gezündet. Die Trauerfeier ist noch nicht vorbei, da sind sie schon mitten unter den Angehörigen der Attentatsopfer. Die ganze Königsfamilie schüttelt Hände, hält fest, küsst, umarmt, hört zu, nimmt Fotos der Verstorbenen in die Hand, versucht zu trösten. Beistand, der wenigstens für den Augenblick hilft. Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus der ganzen Welt sind zu der Trauerzeremonie in die Almudena, Madrids Kathedrale, gekommen. Sie wollen auch ein Zeichen gegen den Terror in Europa setzen. Aber längst nicht alle Familienangehörigen sind gekommen. Viele betrachten den Anschlag als Strafe für die Kriegsbeteiligung im Irak und wollen deshalb mit ihrer alten Regierung nicht trauern. Nach der Trauerfeier. Der zukünftige Ministerpräsident Spaniens, Zapatero, empfängt die Regierungschefs. Einiges wird anders werden in der spanischen Politik. Chirac kommt zu spät und bleibt 25 Minuten. Gesprächsthema ist das militärische Engagement Spaniens im Irak. Außenminister Colin Powell muss 20 Minuten warten und bleibt nur eine Viertelstunde. Dann kommt Bundeskanzler Schröder und bleibt 45 Minuten. Mein Eindruck ist, dass die neue spanische Regierung mehr Europa will. Das sind wirklich überzeugte Europäer, die auch neue Dynamik in den Verfassungsprozess Europas bringen werden. Natürlich werden sie Spaniens Einfluss sichern, aber mein Eindruck ist, dass sie sagen, Einfluss sichert man am besten, indem man Einfluss auf die Gestaltung Europas nimmt und nicht das Gegenteil dessen tut. Trauer und Kurswechsel bestimmen die Stimmung in Spanien. Bundespräsident Rau hat seine Afrika-Reise nach einer Terrordrohung abgebrochen. Er verzichtete auf einen Besuch bei deutschen Soldaten in Dschibuti und flog von Tansania aus direkt nach Berlin zurück. Der Bundesnachrichtendienst hatte zuvor von ernstzunehmenden Hinweisen auf ein Attentat gesprochen. Rau bedauerte das vorzeitige Ende seiner Reise und forderte dazu auf, dem Terrorismus den Nährboden zu entziehen. Die Bundesregierung betonte inzwischen, die Sicherheitslage habe sich nicht verschlechtert. Dschibuti sah der Bundespräsident am Morgen nur aus über 10.000 Metern Höhe. Hier sollen islamische Terroristen heute einen Anschlag auf Johannes Rau geplant haben. Es gab ernste Hinweise, dass dieser Mordversuch sogar von eingeschleusten Attentätern aus dem Sicherheitsapparat von Dschibuti heraus verübt werden sollte. Der Präsident gab sich trotz der Todesdrohung an Bord entspannt, aber deutsche Sicherheitskreise gehen davon aus, dass der ausgewiesene Israel-Freund Rau gezielt angegriffen werden sollte. Nach der Rückkehr betonte der Präsident, er habe seinen Dschibuti-Besuch nur schweren Herzens abgesagt, um andere nicht zu gefährden. Mir tut das sehr leid, denn wir dürfen uns dem Terror nicht einfach begegnen, die uns handlungsunfähig macht. Wie die Bundesregierung bekräftigte, Rau, hier in Deutschland sei die Terrorgefahr nicht gewachsen. Ich bin gelassen, was die Situation hier in Deutschland angeht, denn nach allem, was ich weiß, und ich bin gut unterrichtet, hat sich hier keine Gefahr erhöht in den letzten Wochen. Die Union dagegen meldete erneut Bedenken an. Es ist ein Alarmzeichen für die Sicherheit auch in Deutschland. Es macht ganz deutlich, dass wir als Bundesrepublik Deutschland auch im Blickfeld islamischer Extremisten stehen. Die Bundeswehr setzt ihre Operation am Horn von Afrika fort. Ein Versorgungs-Airbus kreuzt über dem Roten Meer die Maschine des Bundespräsidenten, dem der Abstecher nach Dschibuti selber verwehrt wurde. Er wolle sich seine Reisepläne nicht von Terroristen diktieren lassen, hat der Bundespräsident zwar betont, aber zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik musste ein Staatsoberhaupt einen Besuch im Ausland absagen, weil er sich einer Gewaltandrohung unterworfen hat.
Nach Terrordrohungen haben die USA vorübergehend ihre Vertretungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen. Betroffen sind die Botschaft in Abu Dhabi und das Konsulat in Dubai. Ein Mann soll in diesem Zusammenhang festgenommen worden sein. Nach der Tötung des Hamas-Führers Sheikh Yassin vor 2 Tagen hat inzwischen Israel Diplomaten aus mehreren arabischen Ländern zurückgerufen. 2 Tage nach der gezielten Tötung von Hamas-Führer Sheikh Yassin ist die israelische Armee im Gazastreifen gegen militante Palästinenser vorgegangen. Panzer rückten vorübergehend in die Ortschaft Khan Yunis ein. Palästinenserpräsident Arafat wandte sich inzwischen grundsätzlich gegen Angriffe auf Zivilisten. Dies gelte für Palästinenser wie für Israelis. Bei Nablus fassten Soldaten heute einen palästinensischen Jungen mit einem Sprengstoffgürtel. Der 14,5 Jahre alte Hissam aus Nablus schien den Soldaten am Checkposten Huwara verdächtig. Unter dem Pullover trug er diesen grauen Gürtel mit 8 Kilo Sprengstoff. Die Al-Aqsa-Brigaden haben ihn geschickt. Er sollte sich hier in die Luft sprengen. Sein Lohn umgerechnet 20 Euro. Vermutlich hat die Zündung versagt. Ein Roboter bringt eine Schere, damit Hissam die Träger des Sprenggürtels abschneidet. Unsere Recherchen in den letzten Wochen haben ergeben, dass in der Umgebung von Nablus ganze Schulklassen bereit sind zum Märtyrertod. Ein 15-Jähriger war hier mit 2 anderen Kindern festgenommen worden. Auch ihn hatten die Al-Aqsa-Brigaden geschickt, wie er in seinem Abschiedsbrief bekannte. Seit Beginn der Intifada haben nach israelischen Angaben 29 minderjährige Palästinenser Selbstmordanschläge verübt. Nach der kontrollierten Sprengung wird Hissam zum weiteren Verhör in einer Militärjacke abgeführt. Regierung und Opposition haben heute ihre Verhandlungen über ein Zuwanderungsgesetz fortgesetzt. Dabei wurde noch keine Einigung, aber eine Annäherung in wesentlichen Streitpunkten erzielt. Nach 3-stündigen Beratungen vertagte sich die Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses auf Donnerstag kommender Woche. Dann sollen den Angaben zufolge Sicherheitsfragen im Mittelpunkt stehen. Ein freundlicher Händedruck zwischen Bundesinnenminister Schily und dem bayerischen Innenminister Beckstein symbolisiert die Zuversicht beider, sich in naher Zukunft über ein neues Zuwanderungsgesetz zu einigen. Nachdem der größte Stolperstein, die Einwanderung in den Arbeitsmarkt, aus dem Weg geräumt ist, bleiben nur noch 2 große Hürden zu nehmen. Die Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern bei der Integration und der Sicherheitsaspekt. Wir sehen die Notwendigkeit, auch die rechtlichen Grundlagen so zu verändern, dass klar ist, dass in denjenigen Fällen, in denen Tatsachen einen Verdacht begründen, dass eine Gefahr besteht, auch die Möglichkeit der Aufenthaltsbeendigung bzw. der Einreiseverweigerung besteht. Die Anschläge in Madrid und die Terrorpläne gegen den Bundespräsidenten bestärken die Unionsparteien in ihrer Forderung, das Ausweisungsrecht für gefährliche Ausländer zu verschärfen. Bundesinnenminister Schily zeigt sich gesprächsbereit. Im heutig geltenden Ausländerrecht steht bereits, dass eine Person dann keinen Aufenthaltsstatus bekommt, wenn sie eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellt. Wenn das in der praktischen Anwendung noch zu Wertungsproblemen führt, dann müssen wir darüber reden. Für Klarstellungen sind auch die Grünen zu gewinnen, aber auch nicht für mehr. Es muss klar sein, es geht hier um eine tatsachengestützte Gefahrenprognose und es geht nicht um Verdacht. Einen Kompromiss bei der Ausweisung gefährlicher Ausländer zu finden, wird schwerfallen. Während die Unionsparteien einschneidende Rechtsänderungen wollen, hält die Koalition im Grunde genommen das geltende Recht für ausreichend. Die EU hat gegen den Softwarekonzern Microsoft ein Bußgeld von 497 Millionen Euro verhängt. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen ein Unternehmen ausgesprochen wurde. Zudem muss Microsoft technische Auflagen erfüllen, die der Konkurrenz bessere Chancen lassen sollen. EU-Wettbewerbskommissar Monti wirft der US-Firma vor, sie habe ihre marktbeherrschende Stellung bei Betriebssystemen ausgenutzt. Das Unternehmen kündigte an, gegen die Entscheidung zu klagen. Heute wurde er seinem Spitznamen Super Mario gerecht. Höchstes Bußgeld aller Zeiten, ausgesprochen im bislang wichtigsten Wettbewerbsfall der EU gegen den bislang mächtigsten Gegner. Das Bußgeld ist dabei gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind für mich die Auflagen für Microsoft. Eine Grundsatzentscheidung, die auch in der Zukunft Bestand haben soll.
Gleich auf zweifache Weise habe Microsoft sein Monopol missbraucht. Die Strategie dabei so simpel wie erfolgreich. Über das Betriebssystem Windows immer mehr Zusatzleistungen umsonst anbieten, um so lästige Konkurrenten zu verdrängen. Deshalb die Auflage an Microsoft: Windows muss in Zukunft auch ohne die Zusatzleistung Media Player angeboten werden. Strategie Nummer 2 des Software-Giganten: verhindern, dass Konkurrenten problemlos an Windows andocken können. Deshalb die Auflage an Microsoft: wichtige Schnittstellen im Betriebssystem müssen offengelegt werden. Microsoft zieht dagegen vor den Europäischen Gerichtshof, will den Sofortvollzug der Auflagen abwehren. Besonders schmerzt uns, dass wir unser geistiges Eigentum umsonst abgeben sollen und das in einem Umfang, der einzigartig ist. Mario Monti hätte eine gütliche Einigung haben können, aber er will eine Grundsatzentscheidung, die Bestand hat, im Interesse der Verbraucher, wie er sagt. Ob er damit vor Gericht durchkommt? Zuletzt hat er dreimal in Folge wichtige Wettbewerbsfälle verloren. Fast drei Monate nach Inkrafttreten der Gesundheitsreform wollen jetzt weitere Krankenkassen ihre Beitragssätze senken. Die größte deutsche Ersatzkasse Barmer kündigte an, von April an müssten die Versicherten nur noch 14,7 statt wie bisher 14,9% zahlen. Auch die AOK Bayern will ihre Mitglieder um 0,4 Punkte entlassen und den Satz auf 14,5% reduzieren. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums werden zum 1. April 9 gesetzliche Versicherungen billiger. Weitere Versicherer ziehen zum 1. Mai nach. Am Abend ist die weltgrößte Computermesse CeBIT zu Ende gegangen. 510.000 Besucher kamen in diesem Jahr nach Hannover. Im Mittelpunkt der Messe standen die Mobilfunktechnik UMTS und schnelle Internetübertragungstechnologien. Zum ersten Mal wurde aber auch umfangreich Unterhaltungselektronik gezeigt. Veranstalter und Aussteller zeigen sich zufrieden mit dem Verlauf der Messe und sehen einen Aufwärtstrend für die Branche. Die Deutsche Messe unterstrich, die Investitionsbereitschaft der Unternehmen sei in 18 Jahren CeBIT noch nie höher gewesen. Papst Johannes Paul II. Ist heute für seine Verdienste um Europa mit einem außerordentlichen Aachener Karlspreis geehrt worden. Bei der Auszeichnung im Vatikan erläuterte das Oberhaupt der katholischen Kirche seine Zukunftsvision von einem geeinten Europa als Friedensstifter in der Welt. Zuvor war die bedeutende Rolle des Papstes beim europäischen Einigungsprozess gewürdigt worden. In der Tat eher selten nimmt Papst Johannes Paul II. Weltliche Ehrungen an. Bei diesem außerordentlichen europäischen Karlspreis machte er jedoch eine Ausnahme. Denn das friedliche Zusammenwachsen Europas ist eines der vordringlichen Anliegen seines Pontifikats, wie auch der Oberbürgermeister von Aachen in seiner Laudatio hervorhob. Überzeugend treten Sie ein für die Unantastbarkeit der Menschenrechte und vor allem und auch immer wieder für die Unzerbrechlichkeit des Friedens. Mit der Annahme des Preises erinnerte der Papst auch daran, dass es das christliche Fundament dieses Kontinents war, auf dem sich Europa erst entwickeln konnte. Ich denke an ein Europa, dessen Einheit in einer wahren Freiheit gründet. Die Religionsfreiheit und die gesellschaftlichen Freiheiten sind als edle Früchte auf dem Humus des Christentums gereift. Ein freies Europa im Bewusstsein christlicher Werte, die Vision dieses Papstes. Mit einer Doppelausstellung ehrt die Stadt Würzburg ab heute ihren Bildhauer Tilman Riemenschneider. Mehr als 200 Werke des Künstlers sind anlässlich des 1300. Geburtstages der Stadt zu besichtigen. Der im Jahr 1460 geborene Riemenschneider gilt als einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer der Spätgotik. Zu sehen sind Exponate wie diese trauernde Maria, die zufällig auf einem Dachboden entdeckt wurde. Die Figur gehört zu den Glanzstücken der Würzburger Sammlung, die zum Jubiläum um Leihgaben aus dem In- und Ausland ergänzt wurde. Und hier die Lottozahlen. 3, 8, 9, 11, 31, 44, Zusatzzahl 41, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 5, 0, 1, 9, 9, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 0, 4, 7, 4, 0,
0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun noch die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 25. März. Ursache für die unwetterartigen Schneefälle im Südosten Deutschlands und im Osten Europas ist das Tief über Polen, das nur ganz langsam nach Osteuropa weiterzieht. Besonders betroffen davon sind auch morgen wieder der Süden und Osten Bayerns sowie Sachsen. Dort muss mit erheblichen Verkehrsstörungen gerechnet werden. Hier ein genauer Blick auf die gefährdeten Gebiete. Schneechaos heute Nacht von den Alpen bis nach Südsachsen. Am meisten Schnee fällt im Bayerischen Wald, auf der Schwäbischen Alb und im Erzgebirge. 20 bis 100 Zentimeter Neuschnee sind möglich. Morgen schneit es am Alpenrand und im Bayerischen Wald kräftig weiter, sonst lassen die Niederschläge nach. Im Flachland geht der Schnee in Regen über. Teilweise weht ein frischer Nordwind, im Bergland Sturmböen, im Süden und Osten Schneeverwehungen, in den Wäldern Schneebruch. Heute Nacht Temperaturen um den Gefrierpunkt, morgen 0 bis 9 Grad. Die Aussichten. Am Freitag lässt der Schneefall im Süden nach, insgesamt recht freundliches und trockenes Wetter. Am Wochenende beruhigt sich das Wetter weiter, nur im Norden ist es eher wolkig mit etwas Regen. Am Sonntag bis 13 Grad am Rhein.